Leute, wir haben ein neues Video gedreht. Im heutigen Video haben wir eine 10. Klasse interviewt. Gönnt euch. Wir sind hier, um euch zu interviewen über die 10. Klasse und MSA. Erzählt mal was über euch. Ich bin Nika, bin 16, gehe auf die FNS. Ich bin Prinz, ich bin 16 und ich spiele Fußball. Ich bin Afa, ich bin 17 und gehe hier auf die FNS. Ich bin Safa, bin 17 und gehe auch auf die FNS. Seit wann seid ihr auf der FNS? Seit 2016. 2020. Seit August 2019, seit der 5. Klasse, also auch 2016. Wie gefiel es euch in den Jahren auf der FNS? Also am Anfang war es schon schwer, weil ich alleine aus der Grundschule hierher gekommen bin, aber danach ging es voll fit. Ich habe mich an die Klasse gewöhnt, habe dann Freunde gefunden und ja. Ich bin nicht lange hier in dieser Schule, aber ich finde die Schule allgemein so alles top. Okay. Ich empfehle die Klasse ganz okay, außer ein paar. Ich hatte es ganz einfach in der Klasse, weil ich direkt meinen Freund aus der Grundschule auch hier in der Klasse hatte. Ja. Wie vorbereitet ihr euch auf MSA? Also ich gucke mir ab und zu die Aufgaben an, so um reinzukommen und auch ein bisschen dazu zu lernen. Aber mir fehlt da auch schon was, also ich muss mehr. Ich nehme mir immer die Zeit, in den Studienzeiten zu lernen oder manchmal auch zu Hause oder hole mir auch Nachhilfe hier in der Schule, zum Beispiel in Englisch. Ich schreibe die MSA-Arbeit nächstes Jahr, weil ich die 10. Klasse wiederholen muss. Ich lerne ab und zu, ich gucke mal YouTube-Videos dazu. Ja. Welche Fächer habt ihr? Also wir haben Mathe, Deutsch, Englisch und Weltkunde, Studienzeit und Navi. Sport, WPK1 und WPK2. Welche Sprachen könnt ihr reden oder habt ihr in der Schule gelernt? Arabisch, Deutsch, Dänisch und Englisch, also beides nicht fließend, also Dänisch und Englisch nicht fließend, aber ich lerne das noch. Okay, ich spreche Arabisch, Kurdisch, Romanji und Deutsch und ein bisschen Englisch. Englisch kann ich schon und jetzt lerne ich Deutsch. Hauser und Englisch. Ich kann Deutsch und Englisch. Schau. Wie viel ist euch in der Homeschooling-Zeit? Es war ganz okay, also ich habe die Aufgaben immer gemacht, wenn die uns gegeben wurden und an sich war es voll okay. Okay, am Anfang war es ganz schwierig für mich, aber mittlerweile hatte ich mich schon dran gewöhnt und habe ja auch alle Aufgaben gemacht, die wir bekommen haben. Ja. Ja, für mich war es nicht so gut. Ich wollte einige Aufgaben nicht machen. Ich habe voll wenig Aufgaben gemacht, ich habe mein Sport nicht gekriegt. Ja, also ich habe immer ein bisschen länger geschlafen und so und war nicht immer ganz anwesend, aber sonst habe ich Aufgaben auch gemacht. Habt ihr Angst vor der MSA-Prüfung? Ja, schon, weil ich nicht weiß, was auf mich so zukommen wird, aber ich würde mich gut vorbereiten, jetzt auch in den Osterferien. Ja, ich habe große Angst davor und ich will mich halt letzte Zeit halt so wie möglich vorbereiten. Ja. Ja. Tatsächlich, es geht. Ich habe meine Ausbildung sicher, deswegen, ja. Ja, also ich habe jetzt keine Angst, aber ich habe Respekt vor der Prüfung, weil ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, aber ich werde mich anstrengen und gut üben. Wollt ihr Abi machen? Wenn nicht, was wollt ihr machen? Also ich möchte mein Abi machen und ja, ja auf jeden Fall Abi. Ja. Abi. Nein, ich mache eine Ausbildung. Nee, ich habe auch einen Ausbildungsvertrag und selbst wenn, würde ich auch kein Abitur machen, weil für den Beruf, den ich lernen will, bräuchte ich das eigentlich. Wisst ihr schon, in welchem Profil ihr sein wollt? Ja, also ich möchte ins Bio-Profil, wenn das nicht funktionieren sollte, dann ins Geo-Profil. Ich weiß noch nicht und wahrscheinlich werde ich nachher halt arbeiten zur Schule gehen. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht Englisch. Wie hat euch das Interview gefallen? Also ich fand das Interview sehr, 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 sehr gut. Ihr habt das alle gut gemacht und einen Daumen nach oben auf jeden Fall. Boah. Ich fand das Interview lustig und mir hat es sehr gut gefallen, mit euch hier zu sein. Ja, it was okay. A bit difficult, because I had to speak German. But... Ich fand es super, es hat Spaß gemacht. Ja, war ein sehr gutes Interview. Danke, dass ihr beim Interview dabei wart und danke an den Prinz, dass er Deutsch für uns gesprochen hat. Und das hat